Herzlich willkommen zu einem Video. Diesmal geht es um mein Handy. Viele fragen schon, was sich so mein Handy befindet. Dann werden wir mal zusammen schauen, aber allerdings erst nach meinem Intro. So, da fangen wir jetzt mal an. Ich habe jetzt noch schnell meine Bilder geändert, da es muss ja keiner wissen, was ich auf meine Hintergrundbilder habe oder auf meinen Sperrbildschirm habe. So, da fangen wir jetzt mal an. Ich habe ein iPhone 6 Plus und das ist meine aktuelle Handyhülle von das Schöne und das Biest. Wir haben jetzt 16.31 Uhr. Wir haben heute den Samstag und da ist das schöne Hintergrundbild. Wir werden einmal hier drauf drücken. Ich hoffe, ihr könnt jetzt einigermaßen erkennen. Hier ist meine Kalender. Dann meine Google Map. Dann allgemeine Erinnerung. Was mir am wichtigsten ist, was ich jeden Morgen reingucke, ist die Wetter-App. Wir haben jetzt gerade 8 plus bewölkt. Heute Abend soll es leider wieder regnen. So, dann gehen wir wieder raus auf der Mitte-Taste. Bei den iPhone ist es nicht so wie bei den Samsung, wo du ja wieder zurückgehen kannst. Deswegen habe ich bei meiner Einstellung das hier hinterlegt. Weil da kann ich immer auf die, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die App gehe, damit ich nicht meinen Home-Button belaste, gehe ich hier drauf und gehe einfach auf den Home. Und schon bin ich draußen. Oder gehst auf den Home-Button und siehst sowas. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt bei der Wetter-App war's, geht da, wenn ihr Bock habt, Fotos zu machen, geht da auf die Kamera. Da. Hallo. So, da habe ich euch erklärt. Und wenn ihr Akku sparen wollt, dann immer das hier wegmachen, das schön energiesparend ist. Und ich habe auch bei mir Energiesparmodus gemacht, deswegen leuchtet es hier gelb, sonst wäre es schwarz. Mein Taschenrechner brauche ich auch täglich, wegen meinen Arbeitsstunden schon. Einstellungen habe ich hier, Videos habe ich hier und da kommen mir auch schon meine sozialen Netzwerke. Facebook, Instagram, da habe ich gerade die Fragen-Antwort-Video gemacht. Oh, jetzt wird ja gerade schon Essen gezeigt. Dann habe ich noch Snapchat, was ich zurzeit sehr wenig benutze. Chefkoch finde ich total geil, weil ich das Problem habe, jedes Wochenende weiß ich nicht, was ich kochen möchte oder backen möchte. Dann gucke ich schon mal rein. Dann habe ich hier noch eins hier für Instagram, wo du dann ein Bild, mehrere Bilder machen kannst. Das gibt leider noch bei Instagram noch gar nicht. Dann kommen wir zu meinem YouTube. Hier ist Studio, da geht es hier drauf. Mit der App beantworte ich täglich meine Kommentare. Da wird das hier oben angezeigt. Das sieht auch, wie viel Geld du da verdienst und wie viele Aufrufe das ist zurzeit und wie viele Abonnenten du da hast. So, dann gucke ich hier YouTube. Ich gucke jeden Abend YouTube an, noch eine Stunde lang. Und ich habe zurzeit viele Videos zum Gucken, ja. Heute Abend gucke ich nämlich von Nadel Bunte Welt. Die war nämlich shoppen mit ihren Kindern. Und jetzt kommen wir zu der App. Mit der App bearbeite ich meine Bilder für mein YouTube. Ich nehme mir zum Beispiel ein Bild von mir und meiner Tochter. So hier. Dann gehe ich auf Filter. Gibt sehr verschiedene Filter. Von Klassik. Dann wird es bearbeitet. Kannst du heller, dunkler machen oder schwarz-weiß Bilder. Dann kannst du Text hinterlassen. Mach da einfach. Schreibe ich jetzt mal. Was schreibe ich jetzt hier? Hallo? Hallo?
Dann machst du ein Kreuz. Dann machst du so, kannst du verschiedene Größen einstellen. Und Farben, Schriftart kannst du machen. Das ist mein aktuelles Bearbeitungsprogramm für YouTube, wo ich hier praktisch hier Bild davor mache. Oder wenn ich jetzt meinen neuen Trailer schneide, da habe ich runtergeladen FIFA-Video. Das ist das hier. Wenn ihr zum Beispiel Bilder hast, musst nicht unbedingt Video machen. Macht die Bearbeitung. Ach, jetzt ist hier noch später installieren. Ich will jetzt nicht installieren jetzt. Später geht erfassen oder bearbeiten. Da kannst du auch Bilder bearbeiten. Ich nehme jetzt zum Beispiel Moment. Das ist, wenn ich so unbereitet hier Video mache. Das ist sehr schlimm bei mir. Das geht jetzt zurzeit gerade hier nicht. Da kann ich jetzt euch nicht erklären, wie das geht zurzeit. Also machst du auf jeden Fall paar Bilder und dann kannst du zusammen laufen lassen und dann hast du schon einen neuen Trailer. So, da kommen wir zu meinen anderen Apps, was ich zurzeit habe. Also deutsche Bahn-App brauche ich auf jeden Fall, wenn ich mit dem Zug fahre. Und was ich auch jeden Morgen gucke, ist die Straßenbahn-App, also Easy Go heißt der. Da kann ich nämlich sehen, wann meine Bahn fährt. Damit ich nicht draußen lange warten muss auf der in der Kälte draußen. Da kannst du auch nämlich Ticket kaufen. Und Eppo Flex, wie das heißt. Das ist so ein Sparangebot ist das. Dann kommen wir zu meinen Spiel-Apps. Ja, ich habe 5 Spiele. Einmal von Cookie Dash, Frankie Thale, Farm Heroes, Rambi Detch und dann noch so Art noch ein Spiel. Also ich koche gerne, ich bin hier zum Beispiel bei Cookie App, der Dutch. Kann sein, dass es gerade nicht geht, weil es nochmal neu installiert werden muss. Das wird nämlich hier geladen und dann musste nämlich vorkochen. Ja, jetzt hier kann ich okay. Ich habe nämlich hier ein paar Löffel. Ich will ja nichts mehr. Moment. Weiter. Ich bin jetzt gerade bei Level 11. Und das ist sehr, sehr schwierig. Es wird immer zu Level schwerer, ja. Da musst du auch nämlich Geld sammeln. Dann habe ich mein SMS drauf. Also werde ich euch nicht zeigen, weil sonst seht ihr ja meine Nummer. Und WhatsApp habe ich auch. Ohne WhatsApp kann ich auch nicht, weil da muss ich erreichbar sein immer. Oh, mein Internet hier. Da kann ich nämlich auch gucken, zum Beispiel hier im Internet. Für Samsung gibt es sowas. Da kannst du nämlich gucken, was du gerade aktuell Abonnenten hast. Ist hier zum Beispiel, muss ich leider nur über Internet rein, da sehe ich. Ich habe aktuell 210 Abonnenten. What? 210? Oh, das ging ja aber schnell. Wann habe ich denn letztes Mal drauf geguckt? Vor 3-4 Wochen? Oh Leute, ich habe schon 210 Abonnenten. Oh Gott, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Was es wird, weiß ich noch nicht. Habe mich jetzt so erschrocken. So viele Abonnenten? Für mich ist es viel, für euch denkt ihr, 210 ist ja nichts, was für andere YouTube-Videos kommt, naja, bei Abonnenten. Aber für mich ist es wirklich viel. 210 Leute gucken mir zu, vielleicht sogar mehr, aber da muss ich euch danke nochmal sagen. Das war jetzt auch mein, was sagt man denn dazu, Handy-Update? Genau, Handy-Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz umständlich, wie ich immer filme, aber ich bin halt live. Wenn ich nicht drauf vorbereitet bin, dann quasse ich einfach durch oder vor. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!